Immo United schafft aus Millionen von Immobiliendaten die ideale Grundlage für die Entscheidungen am Immobilienmarkt. So, ich habe grundsätzlich überragend sogar jetzt zum richtigen Zeitpunkt, schalten wir jetzt rüber. Und es steht grundsätzlich schon 2:0 für den lieben Kevin. Also jetzt zur Erklärung, für alle, die neu dabei sind, aber auch für den Beta. Von links nach rechts spielt der Marcel Holi mit Frankreich, der bei Austria Wien unter Vertrag ist. Und von rechts nach links spielt der Kevin Iber, der vorige Saison beim SK Rapid Wien unter Vertrag war. Also grundsätzlich ein Wiener Derby, aber der Marcel spielt mit Frankreich, hat doch jetzt schon den Ball, spielt auch schön in die Mitte und trifft auch zum Anschlusstreffer. Warum jetzt zum Beispiel der Marcel mit Frankreich spielt, man muss nicht unbedingt mit Austria spielen, es ist jedem selbst überlassen, mit welchem Team er spielt. Es hat jedes Team ein bisschen so Vor- und Nachteile, er kann auch später nochmal darüber sprechen. Aber das ist grundsätzlich das erste Spiel in der Session, auch für alle, die es nicht wissen, es gibt Best of 3, das heißt, es gibt Minimum 2 Spiele, für einen Sieg kriege ich 3 Punkte, für einen Unentschieden kriege ich 1 Punkt, für eine Niederlage natürlich 0, puh, und fast das 3:1, das bedeutet, sollte jetzt der Kevin das erste Spiel gewinnen, ist noch nichts verloren, der Marcel kann trotzdem im zweiten Spiel noch grundsätzlich aufholen. Aber aktuell steht es 2:1 für den Kevin mit den Farben von nicht grün-weiß, sondern vom roten, weil sie auch auswärts spielen und der Marcel von links nach rechts. Der Marcel Holi spielt mit 4-4-2 mit der Aufstellung, also ist auch sehr interessant zu wissen. Und der Kevin spielt mit dem 4-1-2-1-2, das enge Raute. Ich weiß jetzt nicht, wie man im Fußball dazu sagt, sagt man da auch so. Wenn man sagt 4-1-2-1-2, gibt es da einen speziellen Namen oder heißt das einfach dann auch so? Das heißt einfach, also für mich ist das einfach immer so, dieses Wort Raute, ich habe das erste Mal 2006 gehört, wie ich das erste Mal Dynamo Dresden Trainer war, dann hat mir ein Journalist gesagt, dass mein Vorgänger, der Herr Franke, immer mit Raute gespielt hat und ich habe immer gemeint, was will er mit Raute? Ich meine, das, bei uns hat man halt immer gesagt, zu unserer Zeit hat man gesagt, einer setzt sie ab. Ja, damit man so eine Gleichspielung hat oder so, ja. Der spielt nach vorne und du, dahinter ist sicher der mehr oder minder so. Aber wie gesagt, so hat sich halt natürlich im Fußball sehr vieles auch geändert und gewandelt, auch von gewissen Ausdrücken. Und auch hier muss ich ja sagen, wenn ich diese ganze Optik da sehe, wie toll, dass das schon alles aufgezogen ist. Auch jetzt vom Spiel her selber ist das schon ganz was anderes als wie vor Jahren. Also da sieht man, dass die Jungs da richtige Profis sind auf dieser Playstation oder auf dieser Konsole und die machen das wirklich sensationell. Auch diese Grafik, wenn man das gegenüber früher vergleicht, das ist schon toll. Also da ist schon jemandem was eingefallen, das alles weiter professioneller zum Gestalten und natürlich auch diese Schnelligkeit, mit der was die Spieler da heute spielen, also das ist schon auch von der Ballsicherheit und Passsicherheit, das ist schon gegenüber früher doch eine gewaltige Umstellung. Ja, wir haben auch jetzt gerade gesehen, in der Halbzeit, beide haben über 90% Passgenauigkeit, das ist grundsätzlich auch bei uns hier im virtuellen Rasen ein ganz wichtiges Thema, weil der Pep Guardiola in seinem Buch, und das kann ich im Prinzip sehr fühlen, weil ich das sehr gut finde, diese Aussage, solange wir den Ball haben, kann der Gegner kein Tor schießen. Ja, das hat aber nicht der Pep Guardiola nicht gesagt, das hat schon der Ernst Happel gesagt. Also da muss ich dem Pep Guardiola widersprechen, also dagegen halten, weil dieser Spruch hat der Ernst Happel schon gesagt, aber nicht nur bei uns wahrscheinlich, die wir da schon beim HSV auch so gesagt haben, oder in Holland, wo er war, aber wie gesagt, das war. Und genauso der nächste Satz war, umso weiter ich weg bin vom eigenen Tor, umso ungefährlicher wird es. Ja, jetzt haben wir gerade eine Riesenchance, habe ich gerade gesehen von Marcel Holi, aber Strebinger hält. Aber da ist jetzt der Ausgleich zum 2:2 von Mbappé. Und ja, Kevin hat ein 0:2 auf ein 2:2 hergegeben im ersten Spiel. Also ja, bei uns in FIFA ist es natürlich manchmal, gehen auch die Partien, sage ich mal, ein bisschen manchmal auch höher aus, kommt darauf an, wie die Spieler auch verteidigen, also es kann manchmal auch ein Eishockey-Ergebnis sein, nicht mehr so wie früher, also es ist schon so realistisch, dass wenn wirklich beide relativ gut verteidigen, aber schöne Drehung jetzt, wenn jeder kommt zum Abschluss und da ist das 3:2 für... Die ganze Aktion war schon von Anstoß weg, leider von Rapid, wie die Franzosen da gepresst haben und der
mit den Passschnelligkeit und Passgenauigkeit. Also die Burschen sind dafür sehr auf Zack. Ja, man sieht auch, das hat vorher Marcel eingestellt, er spielt mit Teampressing. Und dadurch hat er natürlich einen Vorteil, wenn man Teampressing in FIFA einstellt, dann tun die Spieler automatisch draufgehen. Also das ist extra nochmal so ein Feature. Wenn wir dann Pause haben, kann ich dir ein bisschen was zeigen. Man kann heute in FIFA so viele taktische Sachen einstellen, wie der Spieler soll sich zurückfallen lassen, der Spieler soll eine Anspielstation sein. Puh, den hat er rausgebracht. Gut gehalten. Also es ist schon sehr taktisch, ganz auf hohem Niveau eigentlich das Spiel sich weiterentwickelt. Also es ist eigentlich nicht nur Tasten drücken, weil das glauben viele, aber eigentlich ist fast zu 70% die individuelle Taktik, die man einstellen kann, eigentlich ausschlaggebend, wie sich die Spieler bewegen, wie sich die Dreiecke bilden und wie die Spieler dann auch hinlaufen in gewissen Spielsituationen. Also gegenüber einem realen Fußball eigentlich kann man da schon alles vorfixieren, das was du eigentlich dann im reellen Fußballerleben erst erarbeiten musst beim Training. Und also, so wie du jetzt richtig gesagt hast, genau. Dreiecksbildung oder solche Sachen. Das kann man da schon vorher einstellen, natürlich, da spart man sich natürlich doch einige Arbeit. Ja, ja. Na, also ich war ja vor Rapid bei Schalke 04 unter Vertrag 2016 und weil ich der erste europäische Spieler bin, der eine eigene Coaching-Akademie hat. Und da glaube ich, ist jetzt wieder eine Riesenchance von Marcel und puh, der geht jetzt knapp am Tor vorbei mit Mbappé. Habe ich eine eigene Coaching-Akademie, wo ich über 1000 Schüler coache, damit die halt besser werden und dann Verträge kriegen. Und grober Fehler jetzt von Kevin, wenn jeder allein auf Tor und da ist das eiskalt, das 4:2. Gibt es da kein Video über Wochen, weil ob das nicht abseit war? Kann man das nicht? Das so, also das viel. Dieses Tor könnte jetzt eventuell abseit sein. In der Community, da spricht man schon drüber, ob man diesen VR vielleicht auch oder wie man das nennt, auch einbaut, aber ja. Da sind ja auch die Meinungen verschieden. Was sagst du dazu? Ist das gut? Ist das schlecht? Ich meine, in Österreich kommt es bald. Ich war an und für sich immer eigentlich für Tatsachenentscheidungen. Und natürlich, wenn man das letzte Jahr Fußball da beobachtet mit den Schiedsrichterentscheidungen, vor allem jetzt in Deutschland und alles, natürlich hat es dann sehr viele Szenen gegeben, wo der Videobeweis gut war. Aber am Anfang kann ich mich nur erinnern, waren genug Entscheidungen dabei, wo sogar dann bei der Videoauflösung die falsche Entscheidung getroffen worden ist. Ja, es ist ein Für und ein Wider, dieser Videobeweis, aber es ist halt das Problem, dass es trotz allem alles noch immer, ja, kein Problem, sondern wieder sensationell. 5:2, also der Watt. Der Watt. Drauf auf dieser. Wir sollen ein bisschen zäher zusammenrücken, sagt die Regie. Herkommen, der 1,5 Meter Abstand haben wir eh schon eingehalten, haben wir schon alle Kontrollen hinter uns. Puh, okay, ja, da finde ich auch, das ist, ich meine, es geht teilweise um viel Geld und... Ja, es ist vor Jahren viel Geld gegangen, man hat sich dann auf den Schiedsrichter ausgesprochen. Ja, allein nur vorige Woche beim Spiel Leipzig gegen Freiburg, nicht? Alle in der Nachspielzeit, das... Ohne Schiedsrichter oder Videoassistenten, nicht so gut. Der war auf gleicher Höhe, dann wird um Millimeter hin und her gearbeitet. Und das ist dann schon, wo ich sage, das ist schon ein bisschen komisch, wenn man da jetzt wegen einer Zeichenspitzen sagt, ach, das war jetzt abseits oder so. Ja, da tue ich mir halt noch immer sehr schwer. Wie gesagt, sie haben es eingeführt und dann muss man halt damit umgehen. Es ist ja natürlich, man merkt es aber auch in den Spielen, dass trotz allem immer mehr bei jedem Schuss, was in der Mauer landet, schreien die Spieler schon Hand und was ist was. Obwohl der weit weg war von der Hand. Also, das ist schon halt... Oder rennen zum Schiedsrichter und sagen gleich. Ja, permanent, ja. Aber wie gesagt, also... Ja, ich sage immer, im Leben hat alles Vor- und Nachteile. Ja. Also man kann es eh nicht jedem recht machen. So, wir haben eigentlich sehr erfreut drüber geschaltet zum Stand von 2:0 für den lieben Kevin. Und vielleicht kriegt er jetzt noch einen Anschlusstreffer zum 5:3, weil das Torverhältnis kann vielleicht entscheidend sein. Aber das Spiel in der ersten Runde, jetzt in der zweiten Runde, wird er nicht mehr für sich entscheiden. Er hat eigentlich ein 0:2 auf 5:2 noch verspielt. Das ist natürlich, das wird ihm mental ein bisschen, hoffentlich nicht verunsichern, aber das ist normalerweise mental ein kurzer Schock, auch unser E-Sports oder Profi-Dasein ist sehr mental abhängig, weil wir halt nur Einzelspieler sind. Also, und wenn du da mal
so siehst, das Spiel geht jetzt gerade maximal 12 Minuten und eigentlich schalten wir ein in der 24. Minute und ja, kurz 5 richtige Minuten war das Spiel auf einmal richtig gedreht. Also, ja, vor allem, was mich jetzt sehr begeistert hat, war diese Stärke von den Franzosen da. Wir haben es zwar erst auf 0-2 gesehen, aber ja, eigentlich hat ab diesem 0-2 nur die Franzosen gespielt. Also der Spieler da ist wirklich top drauf mit diesem Pressing, mit diesem Passspiel, mit dieser Handlungsschnelligkeit und alles. Also das ist schon phänomenal. Ja, er hat, ich habe erst sehr spät gesehen, dass er umgestellt hat. Er hat nicht Formation umgestellt, sondern er hat eben auf Teampressing eingestellt. Und anscheinend hat er bis dorthin, bis zum Spiel, zum 0-2, einfach keinen Zugriff gehabt auf das Spiel. Und hat dadurch natürlich dann mit der Teampressing-Situation halt umstellen können, dass er, weil wenn man bei uns im Fußball, das ist im Fußball auch so, wenn du zu weit vom Gegner weg bist, dann hat er zu viel Möglichkeiten zum Spielen. Dann überlässt du mir voll viel Spielraum und wenn du zu passiv verteidigst, ist ja manchmal, es ist nicht zu aggressiv manchmal gut, aber auch manchmal zu passiv nicht gut. Also eigentlich bei uns sagt man immer so, das Mittelding ist eigentlich das Gute, aber man sagt im Leben immer, dass das Mittelding zu finden ist das Schwierigste. Und das ist richtig, das Mittelding zu finden. Und darum ist ja das, dass ein Trainer nicht nur jetzt auf der Playstation, sondern auch im richtigen Fußball natürlich gewisse Dinge korrigieren kann. Eben von der Taktik her oder durch Auswechslungen oder dass er bei einer Spielunterbrechung taktische Anweisungen gibt. Da kann man natürlich immer was korrigieren, aber natürlich sind solche Spiele, wo es so schnell wie in diesem Spiel da verstanden gegangen ist und du findest keine Lösung dagegen, dann tust du es dann natürlich schwer. Genau so. Wir haben jetzt grundsätzlich jetzt das zweite Spiel in der Runde 2 zwischen Marcel Holy und Kevin Iber. Wieder der Marcel Holy von links nach rechts mit den Franzosen und der Kevin von rechts nach links mit den roten Trikots vom SK Rapid Wien. Und wie gesagt, es ist jetzt grundsätzlich, oh mein Gott, wunderschön gespielt, guter Chipball und 1-0 nach 2 Minuten. Das ist Rapid nicht, aus meiner Sicht, so wie das sehe, ist Rapid nicht ein bisschen zu vorsichtig, sagen wir so, vorsichtig eingestellt von der taktischen Variante, was man jetzt so gesehen hat. Von der Auflage weg eigentlich habe ich sehr, sehr viele Spieler hinten in der Verteidigung stehen gesehen und haben eigentlich da im Mittelfeld den Platz lassen für die Franzosen. Also er spielt die enge Raute und hat halt den Nachteil, also enge Raute ist eben 4-1-2-1-2 und hat halt den Nachteil, deshalb bekam er auch jetzt der Pass über die Außen, dass er über die Außen auf jeden Fall viel Platz hat und komischerweise, du siehst das hier, ja, sind jetzt 7-8 Spieler im Zentrum, aber nichtsdestotrotz, zwischen Stürmer und dem Mittelfeld ist einfach, wenn jetzt 20 Meter Abstand ist viel zu viel Platz, dadurch halt so ein spielstarker Spieler wie der Marcel halt einfach genügend Zeit und Ruhe, einfach einen Spielaufbau zu machen. Und das muss der Kevin auf jeden Fall in den Griff kriegen, weil, aber das ist das, was der Marcel halt eben gemerkt hat, vermutlich. Deshalb hat er auch Umstellungen gemacht, wie er 0-2 hinten war. Ja, man sieht es ja bei den Franzosen. Wenn sie nicht einschreiten können, bleiben sie einfach in ihrer Staffelung. Ja, und da ist das 1-1, schöner Dragback, das ist so ein FIFA-Trick, nennt sich das Dragback, zum 1-1 von Daxi Funtas und wieder jetzt 1-1. Ja, auf jeden Fall, aber wie du schon siehst, man merkt voll, wenn man kurz hinschaut, verschiedene taktischen Möglichkeiten und Variationen, also sehr interessant auf jeden Fall. Und was ich eigentlich noch vorher sagen wollte, und dann hat Schalke mal, weil ich eben die Akademie damals aufgebaut habe, haben die dann gesagt, ich soll mal ein Bundesligaspiel analysieren. Mhm. Weil ich ja beim Coachen, ich mache das ja auch so wie bei Sky, da habe ich so mein Programm, da tue ich die Vierecke einsehen, den Kreis, also wie du das auf Sky halt auch kennst. Ne? Und die haben gesagt, sie haben, natürlich gibt es schon einen Unterschied zwischen den Analysten, was dort unter Vertrag ist und jetzt so ich als Spaß, mal zu sagen, okay, ich tue mal ein Spiel analysieren, Giroud kommt zum Abschluss, aber gut verteidigt von Auer, die waren total begeistert, weil ich voll alles, ohne jetzt irgendwie, dass mir jemand was sagt, gesagt habe, die Viererkette verschiebt sich so, der Innenverteidiger geht raus, somit geht der Außenverteidiger nach innen, dadurch ist außen wieder Platz, die waren total begeistert, dass ich eigentlich aus dem FF taktisch nicht schlechter war, so grob gesagt. Ja, also, find ich stark. Das ist extrem interessant eigentlich. Kann sowas dir
In der Praxis, kann man das in der Praxis verwenden? Was ist deine Meinung dazu? Also jetzt, du meinst jetzt das FIFA-taktische, ja. im richtigen Fußball. Also ich sage immer, FIFA, also jetzt der virtuelle, kann taktisch mehr profitieren vom Fußball, aber umgekehrt auch, aber ich würde jetzt nicht sagen prozentuell das Gleiche. Aber gewisse Dinge jetzt, ich meine, dafür gibt es ja auch aber dann wieder die ganzen Analysten, zum Beispiel Giroud, der ist nur ein Linksfuß. Ja? Also ich könnte dir jetzt vermutlich, wenn du mich jetzt von den Top-Spieler oder Top-Mannschaften-Spieler fragst, ist der Rechtsfuß, ist der Linksfuß, ist der beidbeinig, könnte ich das ohne Probleme sagen. So, und das ist ja natürlich dann auch wieder ein Thema, weil wenn einer jetzt nur Linksfuß ist, wie jetzt zum Beispiel der Robben damals, du wusstest, der macht immer das Gleiche. Ich meine, es ist trotzdem immer durchgegangen. Das ist immer sehr unverständlich, wie das passiert ist, weil jeder wusste, was er macht. Aber so wie zum Beispiel hier in FIFA, wenn jetzt der Marcel den Ball mit Giroud am Ball, also den Fuß am Ball hat mit Giroud, dann weiß der Kevin, der muss sich auf links ausrichten. Weil wenn der mit rechts schießt, geht der niemals rein. Das Spiel ist so programmiert, ja, dass der niemals fast reingeht mit Rechtsfuß. Aha. Also das kann man auf der Station so einstellen, dass der halt dann nicht zum Abschluss kommt. Gegenüber einem richtigen Fußball. Nein, im richtigen Fußball, naja, du musst dich ja dann teilweise auch ausrichten. Aber du hast auch nicht die Zeit. Weil wenn du den Ball jetzt annimmst, sag ich jetzt einmal, und der Verteidiger steht jetzt bei der Schussposition, wo mein Rechter starker ist, deshalb legen sich ja Leute nochmal den Ball auf den starken Fuß zum Abschluss. Zu mir ist nicht einmal so lang her. Zu mir hat ein ehemaliger Gegenspieler zu mir gesagt, sie haben gewusst, oder er hat gewusst, ich gehe auf meinen linken Fuß, aber sie haben mich nicht blockieren können. Oh, schön, passt. Gut rausgekommen. Gut, aufpasst vom Schläger. Aber die haben immer gewusst, okay, ich gehe 90% auf meinen linken Fuß, aber haben trotz allem nicht verhindern können, dass man sieht ja das heutzutage ganz stark bei Messi. Ja. Jeder weiß, Messi, linker Fuß, ja, der geht. Aber der hat so eine exzellente Ballführung, exzellente Körperbeherrschung. Der erwartet immer so auf den Tickfehler vom Gegenspieler, der antizipiert, was der Gegenspieler machen kann. Und du kannst ihm eigentlich nicht stoppen. Ja. Deshalb sage ich ja, Robben für mich ein Phänomen, ja, damals gewesen. Eigentlich jeder hat gewusst, was er macht. Aber ja, trotzdem ist es zu. Das ist ja dann die Qualität, was nochmal zusätzlich der Spieler hat. Ne? Genau, richtig. Also nochmal zum Thema zurück. Wie gesagt, ja, es gibt Parallelen, aber ich sag mal, wenn einer zum Beispiel die Jugend durchforstet hat in richtigen Fußball und dann FIFA spielt, das merkst du auch jetzt bei den jungen Profifußballern, wie von Rapid, da gibt es zum Beispiel den Dalibor Vilerimovic, der spielt sehr gut FIFA auch, aber du merkst, sobald der FIFA spielt, dass du weißt, der hat eine gute Schule genossen. Der versteht sofort eine Spielverlagerung, der versteht das richtige Verteidigen, der kann im Vorhinein, schöner Basis zu Bernier, aber Strebinger wieder sensationell, der kann halt im Vorhinein, ich sage immer, FIFA ist, also das FIFA ist ein bisschen wie Schach, du musst im Vorhinein wissen, wo der Gegner den nächsten Pass macht. Und wenn du das weißt, also und das Spiel... Schach jetzt sagst du, oder? Beim Schach ist es halt so, dass der Spieler halt mit einbezieht, was könnte der andere dann, genau, machen. Aber hier so muss ich ja grundsätzlich auch zirkeln denken, okay, spiele jetzt über links, spiele jetzt über rechts, steigt er nochmal drauf, dreht er sich nochmal, weil das halt viel schneller geht. Und deshalb, wenn du im Vorhinein weißt, okay, der spielt 4-4-2, der spielt immer über die Seite oder über diesen Spieler, dann ist man sehr berechenbar. Und schöner Eckballtrick und Lenglet, der ich Innenverteidiger. Das hat mich jetzt gewundert, weil das ist zweimal hintereinander gekommen, diese Eckballvariante. Und vom zweiten Gegenspieler hat nicht aufpassen. Ja. Und er hat sich nicht auf das jetzt eingestellt. Ja, ja, man sieht auch bei Marcel Hohl jetzt 91% Passgenauigkeit, hat man gerade gesehen. Und beim Kevin waren es jetzt gerade 87%. Ja, das war so ein Eckballtrick. Weil warum? Bei FIFA 20 funktionieren Flanken nicht. Das heißt, du wirst heute im Laufe des Tages, Nachmittags, Abend, wirst du, also wenn wir ein Kopfball dort sehen, dann ist es wie ein Lotto-Gewinn. Also das Spiel ist so programmiert in dieser Version. Letztes Jahr war es anders. Letztes Jahr waren die Kopfbälle zu, overpowered, sagt man dazu. Da ging jeder Kopfball rein. Jetzt würde nicht einmal ein Sergio Ramos ein Kopfball-Duell gewinnen gegen Benjeda. Übertrieben. Hat wahrscheinlich auch mit dem zu tun, dass halt natürlich viele Trainer jetzt im realen Fußball eben auf dieses
Ballkontrolle, auf diese Ballsicherheit schauen und nicht mehr jetzt mit langen Bällen oder mit hohen Bällen versuchen, ein Spiel zu gestalten, sondern eben, so wie auch schon, und da muss ich leider halt immer wieder, oder Gott sei Dank, immer wieder Ernst Happel erwähnen, der, was auch dieses Spiel auch so angelegt hat, damals schon. Ja? Flachballspiel, ja? Ball in der Mannschaft lassen, da kann der Gegner nicht wehtun. Und das ist, dürfte halt dann natürlich auf das E-Sports umgelegt worden sein. Ne? Man sieht es ja da jetzt auch immer. Man versucht immer wieder den Ball in der Mannschaft zu halten. Die machen das wirklich sehr gut da, die Franzosen. Schöner Ball jetzt in die Spitze, geht sich aus, wird noch reinlaufen, aber Eckball. Und schauen wir mal, ob er wieder den Trick auspacken wird, weil wie gesagt, flanken wird er eher nicht. Er wird kurz spielen, genau, so wird er es auch machen. Jetzt wieder spielt er nach hinten, sucht den freien Mann, sieht Mbappé und schön. Wunderschöner Spielzug. Wunderschöner Spielzug, aber jetzt hat mich gewundert, bei der kurzen Variante, wieso läuft der zweite Spieler weg von der Rapid, ist er jetzt weggelaufen, statt dass er beim Eckball dabei blieben. Ja, das hat der Kevin jetzt selbst gesteuert. Also ja, Kevin ja, konnte das machen und jetzt, fast das 4:1 und das wäre dann auch die Vorentscheidung gewesen, meiner Meinung nach. Sollte Marcel das Spiel jetzt gewinnen, egal ob jetzt mit 3:2 oder 4:3, dann ist er auf jeden Fall in der dritten Runde und der Kevin Iber verabschiedet sich somit und kann sich aber wenigstens Top 16 Österreichs nennen, sozusagen, weil halt es waren über 1000 Anmeldungen, über 500 Spieler. Ja, das ist dann auf jeden Fall eine gute Qualität, aber er kommt zurück. Er kommt zurück mit Kitagawa, vielleicht jetzt gegenüber dem zweiten Spiel, also gegenüber dem ersten Spiel, dass er jetzt sagt, okay, jetzt lasse ich mal den Marcel führen und jetzt mache ich das Comeback und drehe vielleicht das Spiel noch. Aber man sieht hier auch beim E-Sport, also gewisse oder sehr viele Ähnlichkeiten eigentlich jetzt im jetzigen Fußball. Vor allem, wenn ich sehe, im zentralen Mittelfeld, hier in dem Fall Pogba, wie sich der immer wieder anbietet, immer wieder dann versucht im Zentrum zu bleiben. Jetzt beim Spielaufbau hat er gesagt, er kann nicht nach vorne, hat sich nicht zurückfallen lassen und war dann wieder. Und jetzt ist er wieder rausgerückt, das ja. Ist schon wieder, muss ich sagen, Urlaub für den Spieler. Ja, man kann das sehr gut erkennen. Man kann mit einer Taste einen Spieler wegschicken. Mhm. Also so, wenn du sagst, ich will ihn jetzt im Lauf schicken. Mhm. Aber wenn du die Taste nochmal drückst, dann brichst du das ab und dann kommt er dir entgegen. Also das ist schon auch teilweise eben gesteuert. Dass das. Aber du kannst auch mit den taktischen Einstellungen, kannst du ein bisschen das so einstellen, dass der Commuter sozusagen, der gerade nicht angewählt ist, weil immer der, was angewählt ist, der, was gerade den... Beim Marcel ist jetzt der, was mit dem roten Dreieck am Kopf ist, das ist immer der Spieler, den er gerade anwählt. Und bei den anderen drückt der andere Tasten, dass die in den Lauf gehen. So zum Beispiel, wenn jeder läuft jetzt, dass er der mit der 1 drückt. Aber er hat den Pass dann nicht gespielt, weil er gesehen hat, der kommt eh niemals an. Oder zum Beispiel jetzt den Pass sehr gut vorausgehandelt, bockt man dazwischen. Also der Spieler passt sehr gut aus. Ja, wie gesagt, der Marcel, den wir da jetzt sehen mit Frankreich, ist auch der amtierende österreichische Meister. Im Februar gab es ja diese E-Bundesliga, das ist, wo jeder Fußballverein 5 Spieler stellen muss und dann spielt man an einem Tag eine komplette Meisterschaft. Schöner Pass jetzt zu Stefan Schwab, aber der muss nochmal abdrehen, weil der Stefan Schwab hat einen Linksfuß und du hast jetzt gesehen, er wollte nicht mit rechts schießen, er hat sich nicht getraut, aber eigentlich der Stefan Schwab hat 4 Sterne schwacher Fuß, also es gibt von 0 Sterne bis 5 und wenn er 5 hat, dann ist er beidbeinig, wenn er 4 hat, ist fast beidbeinig und bei 3 lasst schon. Ja, das ist wie Giroud zum Beispiel bei den Franzosen. Schöner Pass auf Mbappé, aber Richard Stremer kommt rechtzeitig raus. Sollte es jetzt unentschieden noch ausgehen, dann sehen wir ein drittes Spiel, aber dann muss Kevin auf jeden Fall bei der Tordifferenz vieles aufholen, aufgrund, dass es im ersten Spiel 5:2 gewonnen. Aber du hast jetzt gesehen, der Kevin hatte Angst, mit Stefan Schwab mit Rechtsfuß zu schießen, weil er hätte eigentlich, auch wenn der Winkel jetzt nicht überragend ist, trotzdem schießen können. Aber er traut sich nicht, weil er weiß, Stefan Schwab ist Linksfuß. Und ein Ben Yedder zum Beispiel bei den Franzosen, ein Dembélé bei den Franzosen, also dieser Ensemble Dembélé, der bei Barcelona spielt, gibt ja mehrere Dembélés, ne? Die haben 5 Sterne schwacher Fuß. Also da brauchst du gar nicht nachdenken, sowohl nicht beim Basten und nicht beim Schießen. Deshalb spielt jetzt auch Marcel zum Beispiel Frankreich und nicht Austria, weil Austria einen schlechteren Kader hat, was das betrifft.
Und er hat gesagt, wenn es da schon um Geld oder Reisen geht oder solche Dinge, dann spiel halt. Super Spielzug da jetzt, da unglaublich, hat den direkt gespielt, da hat er gut gesteuert. So, ein schöner Ball zu Dembélé, auf der Box kommt er. Er kommt nicht aus, aber gut abgeschmiert. Ist das der Nein, nein. Er spielt, glaube ich, mit Varac und der Blonde da. Der mit dem Schick in der Innenverteidigung. Die spielen, die Rapidler lassen den Schick in der Innenverteidigung spielen, weil der schnell ist. Das ist der Grund dafür. Baric, weil der zweikampfstark ist, und Schick, weil er so schnell ist, dass er nochmal, sollte der Baric hin, dann Stellungsfehlerproblem haben oder nicht nachkommen, dass der Schick dann nochmal nachkommt. So, 88. Minute. Wir nähern uns jetzt gleich dem Ende. Vielleicht die letzte Chance jetzt für den Kevin. Einmal nochmal der Kapitän Stefan Schwab am Ball, Thomas Murg. Aber zu hektisch gespielt, hat eigentlich keine Anspielstation, hat trotzdem den Pass gespielt. Und ja, Einwurf jetzt für Marcel, und normalerweise sollte er nicht mehr nach vorne spielen. Das wäre eigentlich so jetzt, was ich machen würde, aber er macht es anders. Er schickt den Spieler. Strebinger kommt raus. Aber es kann vielleicht noch sein, dass der Kevin den letzten Angriff kriegt. Da wird sich Marcel ärgern, wenn er deshalb... Na, es ist aus. Es ist aus. Und wir haben einen Sieger in der zweiten Runde. Und es ist Marcel. Holy gewinnt gegen den Kevin Ibar. Immo United schafft aus Millionen von Immobiliendaten die ideale Grundlage für die Entscheidungen am Immobilienmarkt.